Und damit willkommen zurück zu Let's Play Magic Duels. Beim letzten Mal haben wir in der Haut von Kyoteon Bubble im Gefängnis und haben gegen den Wärter Hyksos gekämpft, der ja, was er uns gesehen hat, weil wir uns immer noch für Gerechtigkeit trotzdem Knast eingesetzt haben und der uns zu einem mächtigen Magier ausgebildet hat. Über die 10 Jahre, die wir im Gefängnis waren. Und genau, wir haben das erste Mal Zauber eingesetzt und haben leider auch das erste Mal Lebenspunkte verloren. War aber nicht schlimm, wir haben gewonnen. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind immer noch Kyoteon. Jetzt als nächstes kommt ein 30-Münzen-Duell. Ich schau kurz, ob es aufnimmt. Ja. Und ja, da das ja wie gesagt gleich noch kommt, werde ich gleich das Duell starten. Akros wird von Harpy angegriffen und die Stadtmauern halten nicht mehr lange stand. Jede helfende Hand würde gebraucht. Du und die anderen Gefangenen werden freigelassen, da ihr die letzte Hoffnung der Stadt seid. Ja, finde ich very interesting. Erstens, dass Harpy überhaupt man ein Duell machen kann. Also es gerade eben bei einer Harpy, sieht man auch hier schön. Und zweitens, dass jetzt die Gefangenen die letzte Hoffnung sind und die Stadtwachen nicht. Aber gut, wir wissen ja von unserem ersten Duell, die Stadtwachen waren nicht sonderlich stark. Genau, 30 Münzen wird wahrscheinlich recht spannend, weil, wie gesagt, beim letzten Mal gegen Hyksos mit 20 Münzen haben wir die ersten Lebenspunkte verloren. Aber wir gucken einfach mal weiter. Da jetzt sind wir mit Kyoteon schon erwachsen und wir haben wieder ein Tutorial. Du kannst mit mehreren Kreaturen gemeinsam eine einzelne angreifende Kreatur blocken. So können sich kleine Kreaturen zusammenrotten, um eine größere auszuschalten. Dein Gegner bestimmt, welchem Blocker die angreifende Kreatur wie viele Schadenspunkte zufügt. Okay, das ist mir sogar neu. Also Trampelschaden kenne ich. Trampelschaden ist quasi, dass man... dass eine Kreatur angreift, ist ja auch bei grünen Kreaturen und also bei Naturkreaturen und halt da nicht nur dem jeweiligen Blocker Schaden zufügt, sondern auch dem Spieler. Aber dass man gemeinsam abwehren kann, kenne ich nicht. Normalerweise fügt eine angreifende Kreatur ihren gesamten Schaden der Kreatur zu, von der sie geblockt wurde. Aber eine Kreatur, die Trampelschaden verursacht, kann überschüssigen Kampfschaden dem verteidigenden Spieler zufügen. Genau, das habe ich ja gerade erklärt. Deswegen ist Trampelschaden auch einer meiner, also für mich persönlich, ist Trampelschaden einer meiner Lieblingsfähigkeiten, weil, wie gesagt, fand ich das eine Kreatur. Die meisten grünen Kreaturen sind nicht sehr mächtig und schadet dem jeweiligen Gegner. Das ist ziemlich geil. In dieser Fertigkeitsquest erlebst du Trampelschaden und das Blocken mit mehreren Kreaturen. Um sie abzuschließen, blocke den Angriff und gewinne in deinem nächsten Zug. Schauen wir erstmal, was er hat. Er hat hier eine Stahlmauer, die kann ich angreifen, aber gut abwehren. 04. Eine Artefaktkreatur braucht irgendein Land. Und er hat eben hier seine Trampelschadenkreatur, ein Fuchs-Goliath mit 6,5. Wollte normalerweise 6 Mana. Okay. Ja, er ist ja dran, ne? Genau, Zug des Gegners. Er wird jetzt angreifen und wir sollen ja was blocken. Um einen Angriff zu blocken, musst du eine deiner Kreaturen anklicken und zu der angreifenden Kreatur ziehen, die du blocken möchtest. Sobald du bestimmt hast, mit welchen Kreaturen du blocken möchtest, klicke auf Blocken bestätigen. Genau, wenn wir jetzt nur mit einer, wir haben hier zwei Zentaurenrenner, die haben beide 3-3. Wenn wir jetzt nur mit einem Zentaurenrenner blocken würden, würde er uns trotzdem töten, wegen dem Trampelschaden. Deswegen blocken wir mit beiden. Aber dass es geht mit beiden, wusste ich noch gar nicht. Das ist sehr interessant, gut zu wissen. Weil dann kann er uns nicht schaden. Er tötet zwar die beiden Kreaturen, aber er schadet uns nicht. So, einen Wald und wir haben jetzt auch einen Fuchs-Goliath, der genau dasselbe Trampelschaden hat. Er hat zwar seine Mauer, aber seine Mauer hilft ihm nicht, weil seine Mauer ist zu schwach. So, sterbe, böse Übungsdrohne. Aber schön, dass wir jetzt schon mal erwachsener sind, das freut mich sehr.
So, die Stahlmauer ist tot und er verliert nochmal 2 Leben und ist damit auch tot. Gut gemacht. Und nochmal 15 Münzen auf unser Guthaben. Jetzt haben wir 200. Ja, gut gemacht. Die letzten Male war das immer voll viel und jetzt, oh, ja, hast du gut gemacht. Das heißt wohl, dass wir es im nächsten Duell mit Trampelschaden zu tun kriegen. Gefällt mir gar nicht so wahnsinnig. Aber mal gucken. Haben wir noch eine Übung? Ja, haben wir. Oder? Ja, haben wir. Normalerweise fügen alle angreifenden und blockenden Kreaturen einander gleichzeitig Schaden zu. Kreaturen mit Erstschlag fügen ihren Kampfschaden jedoch vor Kreaturen ohne Erstschlag zu. Das bedeutet, eine Kreatur mit Erstschlag kann eine gegnerische Kreatur oft zerstören, bevor diese Gelegenheit hat, zurückzuschlagen. Das ist eine Fähigkeit, die oft Feuerkreaturen haben. Rote Erstschlag ist auch, wie man gerade hört, relativ praktisch, weil, ja, du kommst als erstes an oder blockst als erstes. Finde ich aber nicht so gut. Da finde ich jetzt Fliegen oder Trampelschaden ehrlich gesagt besser. Überstehe in dieser Fertigkeitsquest den gegnerischen Angriff und greife in deinem Zug an, um dir den Sieg zu sichern. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier den spontanen Zauber mit dem Erstschlag, wer hätte es gedacht? Erstschlag und plus 1, plus 0. Er hat eine 5-3-Kreatur, auch eine Artefakt-Kreatur, der in jedem Zug angreifen muss und nicht von Mauern geblockt werden kann. Ja gut, wir haben keine Mauer, aber 5-3, der ist relativ mächtig. Und wir haben den Elfen. Er ist dran, das heißt, er muss angreifen, er hat gar keine Wahl. Blocksegment, ja, wir sind ja gleich stark. Aber mit der entzündeten Wut wären wir stärker, wegen dem Erstschlag. Achso, erstmal blocken. Immer wenn du an der Reihe bist, etwas zu tun, zählt ein Timer herunter. Falls du einen... Ja, genau, der Timer zählt runter, das kennen wir schon vom letzten Zug. So, natürlich kriegen wir den Erstschlag. Und dadurch ist er tot, weil wir konnten zuerst angreifen. Genau. Und jetzt hat er nichts zum Blocken. Das Gebirge legen und dann ihn vernichten. Wie gesagt, Erstschlag ist auch ganz praktisch, aber ich finde andere Effekte besser. Ich für meinen Teil, das ist sicher auch Geschmackssache. Und ich hoffe, dass wir jetzt gleich anfangen. Ich würde nämlich mal gerne... Gut gemacht. Erstschlag ist sowohl in der Offensive als auch in der Defensive von Vorteil. Das ist wahr. 15 Münzen wieder. Ich hoffe, wir fangen jetzt gleich mit dem Duell an, weil ich würde gerne mal mehr als ein Duell schaffen pro Folge. Oder haben wir noch eine Übung? Wir haben noch eine Übung. Wenn eine deiner Kreaturen stirbt, kommt sie auf deinen Friedhof. Spontanzauber und Hexereien kommen nach dem Wirken ebenfalls auf deinen Friedhof. Andere Karten können auch dorthin gelangen, wie zum Beispiel Karten, die du aus deiner Hand abwirfst. Einige Zaubersprüche und Fähigkeiten können Karten aus dem Friedhof zurückbringen. Ja, das ist wie eine Wiedergeburt. Um diese Fertigkeitsquest abzuschließen, nutze deinen Friedhof und gewinne in diesem Zug. Wir haben hier zum Beispiel von den Toten auferstehen eine Hexerei. Kann man sich ungefähr vorstellen wie eine Falle? Bringe eine Kreatur deiner Wahl aus einem Friedhof unter deiner Kontrolle ins Spiel. Die Kreatur ist zusätzlich zu den anderen Farben und Typen ein schwarzer Zombie. Ja, das ist ein finsternes Zauber. Aber wen überrascht das? Gut, wer ist dran? Wir sind dran. Okay, dann. Bei den Toten auferstehen. Wir haben nur das Blitzelementar, deswegen erledigen wir das Blitzelementar. Kommt zurück ins Leben. Und da er nicht blocken kann, weil er getappt hat, werden wir ihn vernichten. Und wir hatten auch noch Eile. Sehr gut.
Nur weil eine Karte auf dem Friedhof landet, heißt das nicht, dass sie dir nicht mehr nützlich sein kann. Die Farbe Schwarz ist darauf spezialisiert, Kreaturen aus dem Friedhof zurückzubringen. Ja, das habe ich ja schon mal erwähnt, dass eben die Elemente verschiedene Schwerpunkte haben. Weiß ist zum Heilen und hat viele kleine Kreaturen, wo man halt drübers rufen kann. Grün zum Beispiel ist eben mit Trampelschaden und vielen teuren Sachen, die aber dann richtig reinhauen. Rot hat eben oft Heile und Erbschlag. Schwarz ist eben Schaden machen oder Wiederbelebung. Und Blau, ja, Blau ist speziell. Blau hat sehr viele Fliegende und hat sehr viel für spezielle Zwecke. Die sind so ein bisschen manipulativ. Aber wir werden das bestimmt im Let's Play auch noch sehen. So, darf ich jetzt bitte ins Duell gegen die Harpie gehen? Das wäre unglaublich nett. Einige Fähigkeiten werden immer dann ausgelöst, wenn etwas anderes im Spiel passiert. Sie werden ausgelöste Fähigkeiten genannt. Viele Kreaturen haben zum Beispiel eine Fähigkeit, die ausgelöst wird, wenn sie ins Spiel kommen. Falls eine Fähigkeit durch ein wiederholbares Ereignis ausgelöst wird, wie das Spielen eines Landes, wirst du jedes Mal erneut dafür belohnt. Schließe diese Fertigkeitsquest ab, indem du deinen Gegner diesen Zug mit Hilfe ausgelöster Fähigkeiten besiegst. Okay, was haben wir denn? Wir haben hier den Bewohner des Schmelzenwegs. Ein Goblin. Übrigens typisch für rote Kreaturen. Goblins. Immer wenn eine andere rote Kreatur unter dein Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt er +1/+0. Also hat er dann 2/1. Und hier haben wir den magischen Vandalen. Wenn er ins Spiel kommt, zerstöre ein Artefakt deiner Wahl mit 2/2. Hier gibt es natürlich die Stahlmauer, das ist ein Artefakt. Und hier gibt es den Fuchskolier, der ist kein Artefakt, kann aber auch nichts machen, weil er nicht, weil er getappt ist. Okay, magischer Vandale. Dann zerstören wir seine Mauer durch den Effekt. Und unser Goblin hat jetzt 2/1, ja, wegen seinem Effekt. Das heißt, wir können ihn gleich besiegen. Here we go. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es das jetzt war. Das wäre mir ganz recht. Ausgezeichnet! Viele Kreaturen können viel mehr als nur angreifen und blocken. Ja, ist klar. Sonst wäre es auch relativ langweilig. So, jetzt fangen wir mit dem Duell an. Sehr schön. Also, liebe Harpie, du wirst übrigens sterben. So, wir fangen an. Natürlich wie immer mit einer Ebene. Und wie auch immer mit, ja, da wir im Moment sonst nichts haben, dem der Elite-Vote. Mehr können wir in dem Zug eh nicht tun, weil sie hat keine Eile. Mal sehen, was die Harpie macht. Oh, die hat schwarze Kreaturen, sehe ich das richtig? Ein Waldfriedhof, ein Land, das aber sich sofort tappt, kommt getappt ins Spiel, falls sie nicht einen Sumpf oder einen Wald kontrolliert. Aber jedes Mal, wenn sie ihn tappt, kann sie um einen Sumpf oder einen Wald den Mana-Vorrat erhöhen. Relativ gefährlich, die Länder mit Zusatzeffekten. So, jetzt haben wir hier schon mal ein zweites Land natürlich. Und ich glaube, jetzt nehmen wir den Schafkralle. Wir können doch den gleichen Ansturm nehmen. Ne, wir nehmen die Schafkralle erstmal. Und ich denke mal, dann schaden wir der HP als erstes Mal, weil wir, sie hat ja keine Monster und wir haben zu nur eins zum Blocken. Das heißt, wir schaden der HP das erste Mal. Sehr schön. Dann mal gucken, was sie macht. Sie beschwört einen Wald. Und ruft die Baldachin-Spinne, die Reichweite hat und fliegende Kreaturen blocken kann mit 1/3. Okay. Ja gut, wir haben ja im Moment nichts, was fliegen kann. Eine weitere Ebene. Wir hätten zwar hier was, aber den können wir eh noch nicht rufen. Ja, was könnten wir machen? Wir könnten den venealischen Veteran rufen, der kann kriegt +1/+1 bis zum Ende des Zuges, immer wenn er angreift. Also 3/3. Oh, scheiße, schon fast eine Viertelstunde rum.
Ich fürchte, wir schaffen auch an diesem Part nur ein Duell. Weil unsere Schafkralle ist stark genug für die Spinne. Und mit dem glorreichen Ansturm wäre auch unser anderer stark genug. Ich glaube, ich hole mir aber erstmal den Veteran. Und greife ich an. Das ist die große Frage. Er kann halt kontern, er kann halt blocken. Ich greife nicht an. Angriff überspringen. Weil wir könnten ihn nur mit einem vernichten und wir können ihn nicht Monster in Ziel angreifen. Er ruft einen Sumpf. Und beschwört die Blutzollharpie. Eine fliegende Kreatur. Wer hätte das nur gedacht? Wenn sie ins Spiel kommt, verliert jeder Spieler einen Lebenspunkt. Also sowohl er als auch wir. Etwas Fliegendes. Wir brauchen also unbedingt was Fliegendes im nächsten Zug. So, wir holen uns eine weitere Ebene. Was haben wir bekommen? Den inspirierenden Hauptmann. Mensch Ritter 3-3. Wenn er ins Spiel kommt, erhalten Kreaturen +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Aber wir brauchen jetzt was Fliegendes, weil er hat eben die Harpie. Deswegen glaube ich, mache ich erst den Greif. Und dann, ja, dann würde ich sagen, greifen wir an mit dem Hauptmann. Oder mit der Schafkralle. Oder mit allen dreien, aber dann kann er uns halt. Ich greife mit allen dreien an. Er kann zwei abwehren, durch einen trägt er Schaden. Durch den Veteran kriegt sie Schaden. Und ja, wir haben einen verloren. Beziehungsweise zwei Kreaturen verloren, aber sie hat auch die Hardware verloren. Dann haben wir noch ihre Spinne im Moment. Und sie ruft eine weitere Baldachin-Spinne. Okay. Gut, was haben wir? Wir haben hier Himmelsberg-Kavallerie mit Fliegend und Doppelschlag. Doppelschlag ist auch eine schöne Fähigkeit. Weil er dadurch, hier steht es schön, fügt sowohl Erstschlag als auch normalen Kampfschaden zu. Einfach ein doppelter Angriff. Hier, wir haben uns im Moment 2-2-2er. Ich meine, der Veteran kriegt 3-3. Der Greif kriegt auch 3-3. Ich glaube, ich hole noch den Hauptmann dazu, weil dann kriegen wir insgesamt 4-4. Oder ich hole uns den Zauber. Mit dem Zauber kamen sie auch. Ich hole uns den Zauber. Oder die Himmelsberg-Kavallerie. Wir könnten die aufholen. Ach, weißt du was? Nee. Brauchen wir 5 Länder. Ja, dann nehmen wir den glorreichen Ansturm jetzt. Dann haben sie nämlich beide insgesamt 4-4. Also jetzt haben sie 3-3 und im Angriff haben sie dann 4-4. Er kann zwar beide abfangen, würde aber beide Spinnen verlieren. Ob er das machen will? Was? Ich habe noch auf Antworten gedrückt. Ach, scheiße, ich habe ihn verdrückt. Ja, das passiert, wenn man nicht aufmerksam ist. Verdammt nochmal. Heilerin der Papike, Parika, eine Gorgo. Wenn sie ins Spiel kommen, kann er eine Kreatur oder Verzauberung von seinem Friedhof zurückholen auf die Hand. Er kann nur die Harpie nehmen. Er hat sonst keine Karten im Friedhof. Jetzt habe ich echt die eine Karte verschwendet. Boah, zum Kotzen. Das regt mich auf gerade. Einmal Ebene 4-3. Das ist halt enorm ätzend. Ja, dann mache ich jetzt den inspirierenden Hauptmann. Kriegen sie +1/+1. Und dann mit allen angreifen. Das wollte ich vorher tun, wenn ich nicht dumm gewesen wäre und es nicht übersehen hätte. Also er kann beide blocken, aber er verliert zwei Kreaturen, weil sie sind stärker.
nicht, ob es jetzt die beste Runde war. Ja, ich hab den Spontanzauber einfach vergeigt. Das hätte nicht sein müssen, das war nicht klug. Ja, da kommt die Harpie wieder. Aber die Harpie verliert sie ja auch einen Lebenspunkt. Ich weiß nicht, ob sich die lohnt. Ich würde so eine Karte nicht spielen. Oh. Und gleich doppelt. Weil einmal noch nicht lustig genug war. Ich meine, im Moment steht es um uns noch ganz gut. Wenn er mir den greift. Oder halt unsere Himmelsbergkavallerie. Ich glaube, ich nehme unseren Greif erstmal. Und werde mit allen. Aha, ich kann gar nicht mit allen angreifen. Ich glaube, ich greife nur mit dem Ritter an, dann verliert er nämlich auf jeden Fall ein Monster. Weil ich brauche den Greif zur Abwehr. Deswegen kann ich nur mit dem Ritter angreifen. Also ich könnte natürlich schon, aber es wäre nicht klug. Ach so, oder er macht die Kombination. Ach ja, die wir auch gelernt haben. War es nicht witzig. Er verliert trotzdem eine HP. Hätte schlechter sein können, aber im Moment sieht es nicht gut aus. Im Moment ist er im Vorteil. Und er ruft einen verlorenen Vagabunden. Wenn er stirbt, kann er die ersten vier Karten seines Decks auf den Friedhof legen. 4-2. Hm. Sowas würde ich wahrscheinlich auch eher ungern benutzen, weil der Effekt ist nicht so wahnsinnig geil. Aha, wir haben einen neunten spielenden Hauptmann. Ja, der hat halt bekommen durch seine scheiß Monster ein wenig durch. Das ist das Problem. Dann hätten die beiden wieder 4-4. Damit könnten wir wieder zwei Monster aus dem Weg räumen. Aber wir kämen trotzdem nicht durch. Ja, ich mach's mal. Inspirierender Hauptmann. Dadurch haben die beiden 3-3 und durch den Angriff haben die beiden 4-4. Ich greife jetzt mit allen an, weil er hat nur einen fliegenden. Und einen mit Reichweite, also er kann es mit beiden blocken. Aber er verliert beide, wenn er blockt. Ja, er hat beides abgewehrt, das habe ich schon erwartet. Aber er hat beide dann mit auch verloren. Da ist noch ein Monster da, das wir theoretisch abwehren könnten. Ein Zombie. Oder auch nicht, wenn auch mal eine Blutzoll-HP ins Spiel kommt, aber wir wissen ja, er verliert Lebenspunkte. Wir zwar auch, aber er kann ja nicht angreifen, er hat keine Eile. So, ein weiteres Land und jetzt die Himmelsperr-Kavallerie. Mit dem lustigen Fliegen-Doppelschlag, auch wenn sie noch nicht angreifen kann. Und ich würde sagen, jetzt greifen wir mit allem an, weil er verliert auf jeden Fall Life-Points, er kann nicht alle abfangen. Ja, das mache ich jetzt. Also sie kann ich alle abfangen. Es ist ja eine Harpy, es ist ja weiblich. Wir müssen doch mal an die Life Points kommen. Ich meine, die hat noch knapp die Hälfte der Life Points. Aber es war ja klar, die Kämpfe werden halt immer herausfordernder. So, die Vagabunden legen dadurch, machen dadurch den Effekt. Ach, unser Aufwand ist auch tot. Ich muss die ersten vier Karten auf den Friedhof legen. Und er hat gar nichts gemacht. Ja, sehr schön. Dann können wir ihn jetzt vernichten. Glorreicher Ansturm. Brauchen wir zwar nicht, aber who cares? Wenn wir ihn schon mal haben. Mit allen angreifen. Nicht, dass wir es bräuchten, aber was soll's. Ja, ziemlich biestige HP. Hat uns zwar nicht viel Schaden gemacht, aber hat jetzt ziemlich gemeine Tricks drauf. Kriegt natürlich jetzt wieder ordentlich Minuspunkte. Also minus 3, glaube ich. Ja, genau, minus 3. Und nochmal, minus 6, ja, weil halt Demonsberg-Kavallerie doppelt angepasst. GTA hat gewonnen gegen die Harpien. Und 30 Münzen gehören damit uns, 270 Münzen derzeit im Pott.
Und wir haben noch 5 Minuten. Ja, wir werden damit auch jetzt beenden, weil wir werden kein weiteres Duell schaffen. Dank deiner Kampfkünste und deiner Magie gelingt es dir, die Scharen wilder Harpien zurückzuschlagen. Doch vom Haupttor her vernimmst du Hilferufe. Bevor es die Harpien wieder sammeln können, begibst du dich dorthin. Also die Schlacht ist noch nicht vorbei, aber die Harpien sind erstmal erledigt. Sehr schön. Wir können ja hier schon mal lesen. Ein schrecklicher Zyklop steuert das Haupttor zu und er ist nicht allein. Du und die Freischärler des Weiher und Bande sind die einzigen, die verhindern können, dass die Monster die Stadt erstürmen. Wenn du scheiterst, ist Akkos verloren. Wenn du triumphierst, wirst du zu einem Helden, der den Göttern würdig ist. 40 Münzen könnte beim nächsten Mal recht spannend werden. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Rein aus Fun könnten wir... Ja, wir könnten auch die alten Duelle neu starten. Gut zu wissen. Ja, wird ganz interessanter mit dem Zyklopen. Ich hoffe, dass ihr wieder viel Spaß beim Zuschauen hattet. Jetzt beim Duell gegen die Harpie. Leider halt diesmal relativ viele Tutorials. Wie gesagt, ich würde gerne mal mehr als ein Duell pro Part schaffen, aber es scheint nicht so, dass das so einfach geht. Aber immerhin, wir haben sie recht gut geschafft. Besser als beim letzten Mal den Hyksos, glaube ich sogar. Und genau, wir haben jetzt einige neue Sachen gelernt, gerade mit Trampelschade und Erstschlag. Und auch so halbwegs die Farben, was so die Schwerpunkte sind. Ich kann mich bei den Schwerpunkten auch irren, aber ich glaube, ich habe mich da relativ, war da relativ richtig. Und genau, wir sehen uns später wieder bei den anderen Parts, heute ja wieder insgesamt 3. Magic mitgezählt. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.